Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video aus meiner Get More Reihe. Ich möchte euch heute zeigen, wie einfach es ist, das sogenannte Cache Tool zu installieren, also eine kleine Erweiterung für euren Internetbrowser, womit ihr dann nach Möglichkeit keine einzige Aktion bei Get More mehr verpasst. Und dass es ganz einfach ist, zeige ich euch in diesem Video. Bis gleich! So, ich habe mich jetzt schon mal eingeloggt bei GetMore. Das ist nämlich Voraussetzung dafür, dass man dieses Cache-Tool, so nennt sich das Ganze, nutzen kann. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie man da dran kommt. Eigentlich drei, aber ich zeige hier zwei. Die dritte würde bedeuten, dass man einen kleinen Umweg geht. Das möchte ich nicht, weil ich bin faul. Ich möchte es so einfach wie möglich. Und ich denke mal, ihr wollt es auch so einfach wie möglich. Nun, sobald man sich eingeloggt hat, findet man hier oben schon den Reiter mit Cache Tool. Da kann man ganz einfach draufklicken. Alternativ einfach ein Stückchen nach unten scrollen. Da ist das Ganze auch nochmal hier verlinkt. Und dann kann man halt hier drauf gehen auf Cache Tool installieren. Ist übrigens verfügbar für den Mozilla Firefox und für den Google Chrome. Alle anderen Browser werden momentan noch nicht unterstützt. Vielleicht wird es später nochmal implementiert, weiß ich nicht. Habe ich keine Informationen drüber. Aber das sind, ich denke mal, die beiden beliebtesten Browser, die so benutzt werden. Und auch meine beiden Favoriten, meine Lieblinge. Ich bin hier übrigens im Google Chrome, weil im Mozilla Firefox habe ich die schon installiert und es bringt ja nichts, die nochmal zu installieren. Das geht, glaube ich, auch gar nicht. Also von daher müsste ich es erst runterschmeißen, um sie neu zu installieren. Ist mir zu doof. Also jetzt hier für das Google Chrome. Für den Firefox geht identisch. Gehe ich mal von aus, also für den Firefox habe ich schon gemacht, egal. So, wenn ich da drauf geklickt habe, einfach jetzt hier aussuchen, welchen Browser ich denn momentan nutze. Wenn ihr das nicht wisst, ist ganz einfach, guckt auf das Logo, dieses hier, dieses rot-gelb-grüne mit dem blauen Punkt in der Mitte. Das ist der Google Chrome. Und dieser Fuchs, der da die Weltkugel umkreist, wie auch immer, das ist Mozilla Firefox, also hier Firefox. Und wenn ihr halt aus Versehen das Falsche klickt, werde ich jetzt hier mal versuchen, dann wird er sagen, geht nicht. Nein, da sagt man sogar, Firefox jetzt runterladen, okay. Will ich aber nicht, ich habe Chrome drauf. Firefox habe ich nicht auch schon. Und dann komme ich ganz einfach auf ein neues Fenster und kann hier sagen, dass ich das hinzufügen möchte. Und dann werde ich nochmal zur Sicherheit abgefragt, ob ich das auch wirklich möchte. Und das möchte ich natürlich. Und schon habe ich hier oben ein neues Fenster. Und da muss ich jetzt auf dieses klicken. Und habe dann die Möglichkeit, mich hier einzuloggen. Macht natürlich Sinn, weil dann wird gleich mein Konto damit verknüpft. Das Ganze kann man natürlich auch abspeichern, dass man sich nicht jedes Mal wieder neu einloggen muss. Und das war es eigentlich auch schon. Ich gebe jetzt hier meine Anmeldedaten ein und dann geht's weiter. So, ich kriege danach, wenn das korrekt ist, die Bestätigung. Jo, Anmeldung erfolgreich. Und jetzt kann ich das Cache-Tool nutzen. Muss dazu halt diesen Reiter wieder schließen. Kann hier auch überall wieder zurückgehen. Und wenn ich das Ganze jetzt mal ausprobiere, ich probiere es einfach mal mit einem Shop aus. Mal schauen bei Lieferando und siehe da, der zeigt mir sofort an, hey, ich kann hier jetzt 5% sparen, wenn ich das möchte. Und wenn ich das wirklich möchte, also wenn ich jetzt weiß, ich möchte jetzt hier einkaufen, dann gehe ich jetzt hier auf Cashback verdienen. Werde zurückgeleitet zu GetMore. GetMore guckt dann, ob ich denn wirklich alle Voraussetzungen erfülle. Zählt hier einen kleinen Countdown runter und schickt mich dann wieder zurück zu Lieferando.de, also dahin, wo ich gerade hergekommen bin. Wenn ich natürlich von eBay gekommen bin, dann zu eBay zurück und so weiter und so fort. Ihr seht auch, dass sich dieses jetzt orange verfärbt hat. Vorher sah es ja anders aus.
Das ist das Zeichen dafür, dass es aktiv ist und das sogenannte Tracking läuft, also dass jetzt kontrolliert wird, kaufe ich jetzt und wenn ja, dann wird das gleich meinem Konto gutgeschrieben und später natürlich auch entsprechend vergütet. Ich möchte aber mal wissen, ich hatte es in einem anderen Video schon gezeigt, bei otto.de funktioniert dieses Cache-Tool leider nicht. Ich weiß nicht warum. Jedenfalls bei Otto springt das Ding nicht an, wobei Otto ja definitiv bei GetMore drin ist. Ich hatte es allerdings noch bei keinem anderen Shop soweit gehabt. Schreiben wir den heute mal richtig. Also Otto ist definitiv drin bei GetMore. Es ist mir bei keinem anderen Shop aufgefallen. Ich hatte es damals bei meiner Recherche, welche denn wohl das Beste ist, welches Portal das Beste ist, rausgefunden, dass Otto komischerweise nicht funktioniert. Keine Ahnung. Das soll uns jetzt hier nicht weiter stören. Was mir schon mehrfach aufgefallen war bei zum Beispiel eBay, wenn ich einkaufe, wenn ich einen neuen Tab öffne, dann ist dieses Fenster von GetMore nicht mehr orange hinterlegt. Das heißt, das Tracking ist deaktiviert, funktioniert nicht. Das sind so Sachen, die wusste ich ehrlich gesagt vorher auch nicht. Ich dachte, naja, wenn ich einmal da drüber bin, wird mein sogenannter Cookie gesetzt und der bleibt dann auch so lange aktiv, wie ich dann da aktiv bin. Scheinbar ist das nicht so. Also wenn ihr jetzt hier einen neuen Tab öffnet, zum Beispiel wenn ihr jetzt irgendwas raussucht und mehrere Anbieter oder Produkte auswählt, mache ich das meistens so, dass ich dann halt mehrere Tabs öffne und ihr seht schon, hier ist es wieder grau. Das heißt, wenn ich jetzt hier über diesen neuen Tab bestellen würde, dann würde ich bei GetMore wahrscheinlich kein Cashback bekommen. Einfach weil das Tracking deaktiviert ist. Das heißt, ich müsste an wirklich diesem Tab, wo ich bin, wo das GetMore-Logo, also dieses Cache-Tool, orange ist. Da müsste ich dann mich wirklich durchklicken und mir dann meine entsprechenden Produkte raussuchen, was ich denn möchte und diese dann entsprechend darüber bestellen und nicht so, wie ich es gerne mache, mal so 1, 2, 3, sich Tabs aufmachen und dann daraus nutzen. Bringt nichts. Ja, manchmal kann es allerdings auch ein bisschen nervig sein, dieses Cache-Tool. Und wenn man halt viele Produkte erstmal sucht, aber noch gar nicht genau weiß, was will ich jetzt überhaupt? Dann jedes Mal diese Box anspringt, ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, aber das ist kein Problem. Dann gehe ich einfach hier drauf auf dieses kleine C-Zeichen. Und kann dann halt einfach sagen, dass ich das Ganze nicht mehr aktiv haben möchte. Dann geht die nämlich nicht mehr an. Und wenn ich jetzt nochmal gucke, wenn ich jetzt wieder auf Lieferando gehe oder auch woanders hingehe, dann springt sie jetzt nicht mehr an. Sollte dann allerdings auch nicht vergessen, wenn ich dann auf Shoppingtour gehe, dass ich sie wieder aktivieren muss. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Wenn ich sie dann wieder aktiviert habe, dann muss ich einen neuen Tab öffnen, beziehungsweise ein neues Fenster öffnen, damit sie sich wieder aktivieren kann, diese Bar. Das war eigentlich so das Wichtigste. Ich kann natürlich auch noch sagen, wo sich diese Bar positionieren soll. Zum Beispiel bei mir standardmäßig ist sie oben rechts. Wenn sie installiert wird, ist es standardmäßig oben rechts. Es geht aber auch oben links. Mal schauen, wie das dann aussieht. Dann ist er halt links. War zu erwarten, nicht wahr? Natürlich geht das Ganze auch noch mit unten. Also dann steht sie unten irgendwo, aber da stört sie mich meistens mehr. Und unten rechts, ja gut, ist Geschmackssache. Finde ich auch nicht so doll. Oben rechts finde ich eigentlich am unauffälligsten. Nein, oben rechts, nicht links. Und ja, klasse Sache. Ich kann natürlich auch hier ein anderes Konto aktivieren, wenn ich zum Beispiel einen Rechner mit zwei Leuten teile und jeder sein eigenes Cashback-Konto, GetMore-Konto haben möchte, warum auch immer.
Ist durchaus möglich, dann gehe ich halt hier drauf, werde halt abgemeldet und kann mich dann wieder neu anmelden, beziehungsweise mit einem anderen Konto anmelden. Komme hier relativ zügig auch auf mein entsprechendes Cockpit, also mein internes Konto von Getmore, und habe dann hier meine Übersicht, was ich denn gemacht habe und so weiter und so fort. Das ist jetzt hier aber nicht Thema. Und tja, das war's eigentlich auch schon. Habe hier nochmal eine kurze Übersicht, was denn so die letzten Aktivitäten waren und was ich ausgezahlt habe bis jetzt, was ich verdient habe. Ja, das soll es schon wieder dazu gewesen sein. Ist nicht wirklich viel, ist relativ einfach. Beim Firefox ist das genau das Gleiche. Da sieht sie ein bisschen anders aus. Könnte auch daran liegen, dass ich jetzt hier die Favoriten, die Lesezeichen ausgeblendet habe. Ich kann ja noch mal zeigen, wie das Ganze beim Firefox aussieht. Da habe ich dann hier oben so einen kleinen Reiter noch mal, wo dann meine Box zu sehen ist. Aber ansonsten ganz genau identisch, ganz genau das Gleiche. Und damit verpasst man normalerweise, wenn es denn richtig funktioniert, kein einziges Cashback mehr und kann optimal sparen. Und in diesem Sinne sage ich jetzt wieder vielen Dank fürs Interesse, fürs Zusehen. Über ein Feedback würde ich mich wie immer sehr freuen und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Nico.